Willkommen zurück. Wir werden jetzt dieses schöne Schweineexperiment durchführen. Wir haben ja nach langem Hin und Her die Messer gefunden. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Nebenbei, das ist auch wieder eine neue Aufnahmesession, also nicht wundern, wenn ich wieder ein bisschen länger brauche, um reinzukommen. Versuchen wir mit diesen Messern eine große, tiefe Wunde in den Halsbereich des Schweinekopfes zu schneiden, wie sie bei drei der vier Opfer festgestellt wurde. Okay, einen langen, tiefen Schnitt am Hals des Schweins. Ja, das sieht ja fast realistisch aus. Dieses kleine Messer ist ziemlich scharf und hat eine breite Klinge. Das heißt, da. Jetzt nehmen wir mal das kleine Taschenmesser. Das wird wahrscheinlich nicht ausreichen. Nee. So ein dünner Schnitt. Dieses Taschenmesser ist ziemlich scharf, aber die Klinge ist zu schmal. Also, nein. Naja, ein Skalpell? Unwahrscheinlich. Das da unten wird es wahrscheinlich noch sein, denke ich mal. Die Wunde ist nicht tief genug. Nicht tief genug. Nein, nein, nein. So. Sehen Sie, Watson, mit diesem Messer kann man mühelos durch das Fleisch schneiden. Kein Problem. Elementar. Elementar. Okay, dann gehen wir zurück. Da haben wir das erste erfolgreich abgeschlossen und gehen zu Experiment Nummer 2 über. Versuchen wir, unser Opfer mit diesen Messern zu enthaupten, wobei wir berücksichtigen müssen, dass es dem Täter nicht gelungen ist. Entzückend. Finden Sie heraus, welches Messer sich nicht für eine Enthauptung eignet. Also mal ganz ehrlich. Es verliert ein bisschen an Ernsthaftigkeit, wenn man sieht, wie fröhlich diese Schweineköpfe aussehen. Aber nur ein bisschen. Ich wünschte, mein Frühstücksbacon wäre auch so glücklich. Das wäre schön. Sehen Sie, Watson, mit diesem kleinen Messer und seiner breiten Klinge kann man mühelos den Halswirbel durchtrennen. Also ja. Ah nein, wir suchen ja welche, wo es nicht geht. Nicht, nicht gut. Nein, nein, nein. Die Klinge dieses Taschenmessers ist zu schmal, um den Halswirbel zu erreichen. Also, das könnte sein. Das Skalpell wird es wahrscheinlich auch nicht schaffen. Mit dem Skalpell ist die Wunde nicht tief genug. Ha. Das wäre eine Möglichkeit. Aber damit werden wir es ja wohl locker schaffen, oder nicht? Ein Riesenmesser mit einer Riesenklinge. Dieses Messer mit seiner langen Klinge schneidet zwar mühelos durch das Fleisch, der Halswirbel kann jedoch nicht durchtrennt werden. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay. Elementar. Elementar. So, Experiment Nummer 3. Versuchen wir herauszufinden, ob diese Messer mit einem einzelnen, schnellen Schnitt eine tödliche Verletzung herbeiführen können. Es geht hier um den Mord im Duffield's Yard. Versuchen Sie, die Kehle mit einem tödlichen Schnitt durchzuschneiden. Mit einem schnellen, tödlichen Schnitt. Okay, versuchen wir mal. Sehen Sie, Watson, die Klinge schneidet mühelos durch das Fleisch. Ah, kein Ding für'n King. Zack. Na, das wahrscheinlich. Na, wobei, jedes Messer ist doch. Naja, gucken wir mal. Oh. Mit der Klinge dieses Taschenmessers kann man lediglich in die Haut ritzen. Aber mit genug Druck könnte man doch auch den Hals damit auf. Na, okay, wahrscheinlich dann mehr aufreißen als aufschneiden. Also das fällt schon mal weg. Zack. Mit dieser besonders scharfen Klinge kann man im Zuge einer schnellen Bewegung eine tiefe Schnittwunde verursachen. Tiefe Schnittwunde, viel Blut, tot. Denke ich mal. Wenn es jetzt gleich nicht elementar ist, dann wählen wir das Skalpell einfach wieder ab. Zack. Man kann mühelos durch das Fleisch schneiden, weil die Klinge so scharf ist. Na, dann würde ich doch sagen, wir wählen das Elementar. Haus. Elementar. Dann gehen wir mal zurück. Gut, ja, es muss ja dann das lange Messer sein, oder nicht?
theoretisch. Das ist es, Watson, das lange Messer. Das ist es, Watson. Da die Gerichtsmediziner vermerkt haben, dass ein Fleischermesser mit langer Klinge die Einschnitte an einigen der Opfer verursacht hat, können wir annehmen, Watson, dass er nur dieses eine Messer verwendet hat, weil damit tatsächlich all diese Verletzungen herbeigeführt werden können. Außerdem können wir den Mord im Duddfields Yard vorläufig auch dem Whitechapel-Mörder zuordnen, sofern wir eine Erklärung dafür finden, warum er dieses Mal sein Messer anders eingesetzt hat. Machen wir uns doch heute Nacht selbst ein Bild vom Tathergang am Ort Yay! Des Verbrechens. Wir gucken uns wieder Nutzen an. Müssen wir die Aussagen von Constable Smith und dem Mann aus Ungarn namens Schwarz überprüfen. Außerdem sollten wir versuchen, mehr über diesen Arbeiterverein herauszufinden, da der Mord vor dem Vereinsgebäude verübt wurde. Vielleicht haben wir im Wespennest Glück. Ja, geil. Gehen wir ins Wespennest oder wohin auch immer. Hauptsache schnell weg von hier. Ich brauche dringend frische Luft. Alter, was ist Watson denn für ein Auf Arzt? Ins Wespennest. Oh nein, Schweine, die angeschnitten werden und die schon tot sind. Oh mein Gott, ist das widerlich. Also, ne, dafür, dass der liebe Watson doch eigentlich ein Arzt ist, der in Afghanistan gedient hat, hätte man eigentlich erwarten müssen, so, ja, der kann ordentlich was ab. Kann er aber nicht. So. Gut, dann müssen wir jetzt ins Wespennest, würde ich sagen. Und da wir da definitiv nicht hinlaufen werden, weil ich glaube, wir können da gar nicht hinlaufen, oder? Ach doch, klar, wir befinden uns ja in... Ach, scheißegal. So, Wespennest. Schön in die Stammkneipe. Zu dem dummen Schriftsteller, der rotäugigen Nutte, die nicht zugibt, dass sie eine Nutte ist, und dem coolen Barkeeper. Wir dürfen nicht vergessen, dass sich Bluto vielleicht noch im Pub versteckt hält. Ich werde versuchen, es herauszufinden. Und Sie, Watson, Sie müssen den Polizisten auf seinem Rundgang erwischen. Der Uhrzeit nach und mit ein bisschen Glück könnte es Smith sein. Versuchen Sie, einige Informationen aus ihm herauszubekommen. In Ordnung, Holmes. In Ordnung, Holmes. Gut. Mit wem von den drei üblichen Verdächtigen reden wir denn als erstes? Ah, er meldet sich schon, gehen wir zu ihm. Hello, Mr. Bulling. Guten Abend. Ich kenne Sie. Sie sind Squeebies Kindermädchen. Das letzte Mal waren Sie in einem anderen Aufzug hier, aber ein Gesicht vergesse ich nie. Schwamm drüber, ja? Trinken Sie ein Glas mit? Nein, danke. Ihr Jack the Ripper ist in aller Munde und jede Zeitung schreibt über ihn. Sie müssen ja richtig stolz auf sich sein. Talent haben Sie, so viel ist sicher. Schade, dass wir es dazu missbrauchen, die Wahrheit zu verschleiern, anstatt sie aufzudecken. Keine Sorge, ich werde herausfinden, wer Jack the Ripper ist. Ich habe mit dem Dolmetscher von Schwarz gesprochen. Sie wissen schon, der Mann aus Ungarn, der Zeuge bei der Ermordung von Liz Stride war. Er spricht nur Ungarisch. Und als er zur Polizeistation gegangen ist, wurde er von einem anderen Juden begleitet, der für ihn übersetzt hat. Ich habe diesen Kerl gefunden und er hat alles wiederholt, was er auch zur Polizei gesagt hat. Es wird nicht lange dauern, bis ich diese Kerle finde. Kerle? Quasi Jack the Ripper, Sir? Warum haben Sie Kerle gesagt? Waren es mehrere? Lesen Sie denn nicht die Zeitung? Naja, bei dem ganzen Unfug, der manchmal drinsteht. Ich erkläre es Ihnen. Um 0.45 Uhr ist Schwarz die Burner Street in Richtung Fairclough Street entlanggegangen. Auf der Straßenseite, wo der Arbeiterverein ist. Etwas weiter und direkt vor den Holztoren zum Duddfields Yard haben eine Frau und ein Mann gestritten. Im Star steht, dass der Kerl die Frau in den Duddfields Yard stoßen wollte. Der Übersetzer hat mir aber gesagt, dass Schwarz gesehen hätte, wie der Mann sie in Richtung Straße zerren wollte. Sie hat sich gewehrt, woraufhin er sie an den Schultern gepackt und zu Boden geworfen hat. Sie saß da und hat geweint, aber nicht besonders laut. Der alte Schwarz hatte Angst und ist auf die andere Seite der Straße gewechselt, jedoch weiter in die gleiche Richtung gegangen. Der Kerl mit der Frau hat ihn gesehen und Lipski gerufen.
Im selben Augenblick ist ein anderer Mann zur Tat geschritten, der zuvor seine Pfeife an der Ecke Fairclough Street und Burner Street angezündet hat. Er ist bedrohlich auf Schwarz zugegangen, woraufhin dieser die Flucht ergriffen hat und den Tathergang nicht weiter verfolgen konnte. Als er gehört hat, dass diese Frau ermordet wurde, ist er zur Polizei gegangen und hat dort Long Lestrade als die Frau identifiziert, die zu Boden geworfen wurde. Es waren also auf jeden Fall zwei Männer an der Tat beteiligt. Ja, dann war es aber nicht Jack the Ripper. Warum erzähle ich Ihnen das eigentlich? Im Wein liegt die Wahrheit. Oh, im Wein liegt die Wahrheit. Kinder und Besoffene sagen immer die Wahrheit. Manchmal. Wenn sie nicht die Wahrheit sagen, erzählen sie Scheiße. Ich verabschiede mich, Mr. Bulling. Gut, man sieht sich. Haben die beiden noch was zu sagen? Wenn Sie Gesellschaft suchen, mein Herr, sind... Bla bla. Dann geh weg. Ich bin keine Prostituierte, aber wenn du mir Geld für Sex geben willst, ist das okay. Ein Bier vom Fass, bitte, guter Mann. Bitte, Sir. Sagen Sie, der Whitechapel-Mörder hat doch letzte Woche nur einen Katzensprung von hier entfernt zugeschlagen, oder? Jack the Ripper, meinen Sie. So heißt er. Hat einem Mädchen bei der Arbeit die Kehle durchgeschnitten. Im kleinen Hof dort drüben, hinter den großen Holztoren. Vor dem Arbeiterverein? Genau dort, vor Lipski und Co. Würde mich nicht wundern, wenn Jack einer von denen ist, wenn Sie verstehen, was ich meine. Lipski und Co.? Lipski und Co.? Sie meinen damit, dass jemand namens Lipski dem Verein vorsteht? Nein, ich will damit sagen, dass die Vereinsmitglieder Juden sind. Hier in Whitechapel nennen wir sie alle Lipskis. Lipski hieß der Kerl, der letztes Jahr diese Frau in der Butte Street ermordet hat. Oh, wirklich? Letztes Jahr hat ein Jude namens Israel Lipski eine Frau umgebracht, die im sechsten Monat schwanger war, indem er ihr Säure zum Trinken gegeben hat. Nach einer Verhandlung und der Protestwelle der Rabbis später hat man ihn gehängt. Leute, die Juden nicht besonders mögen, nennen sie deswegen Lipskis. Der Ausdruck Lipskis bezieht sich also auf die Juden in dieser Gegend und dieser Verein wird von Juden besucht, richtig? Sie haben's kapiert. Sogar sozialistische Juden. Den ganzen Abend verbringen sie damit, herumzubrüllen, zu singen und über ihre Bosse herzuziehen. Okay. Und? Kannten Sie das Opfer? Oh, du Opfer. Nicht mehr als jeder andere. Die Prostituierten sind in dieser Straße nicht besonders oft auf Kundenfang. Grundlos kommen sie also normalerweise nicht hierher. Okay. Gut, auf Wiedersehen. 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 Oh, wir gehen anscheinend raus. Jetzt müssen wir ja den Zunächst Polizisten einmal suchen. Muss ich Constable Smith finden. Wird das Constable Smith sein? Also, wäre es so, dann wäre dieses das größte Rätsel in dem gesamten Spiel. Guten Abend, Constable. Guten Abend, Sir. Mein Name ist Dr. Watson. Sind Sie zufällig Constable Smith, der für diesen Abschnitt des Viertels zuständige Streifenpolizist? Ja, der bin ich. Alter. Und Sie arbeiten mit dem berühmten Sherlock Holmes zusammen, nicht wahr? Nein. Was kann ich für Sie tun? Naja. Soweit ich weiß, hatten Sie in der Mordnacht hier Streifendienst. Wahrscheinlich können Sie einige Einzelheiten bestätigen. Beispielsweise den vom Gerichtsmediziner angegebenen Todeszeitpunkt. Ich war nicht hier, als die Leiche gefunden wurde. Warum nicht? Deswegen kann ich Ihnen wahrscheinlich nicht weiterhelfen. Wie unhöflich. Hilf mir! Aber ich habe gehört, Sie hätten das Opfer in der besagten Nacht gesehen. Stimmt. Aber das war vor dem Mord. Ich habe die Frau nicht weit von hier gesehen, gegen 0.30 Uhr oder 0.35 Uhr. Sie hat sich mit einem Mann unterhalten. Ein Mann? Was für ein Mann? Wie sah dieser Mann aus? Ich habe ihn nur von hinten gesehen. Er hat schwarze Kleidung getragen, einen kleinen Filzhut in dunkler Farbe, eher wie eine Kappe, und hatte einen weißen Kragen. Er schien eher zu den ansehnlichen Leuten zu gehören. Ah. Er hat ein Päckchen bei sich gehabt, eingewickelt in Zeitungspapier. Es war ungefähr 18 Zoll lang und 6 Zoll breit. Seine Kleidung erinnert mich an jemanden, den ich kenne. Handelte es sich um einen großen Gentleman reifen Alters? Ich glaube nicht, nein.
Auch wenn ich ihn nur von hinten gesehen habe, würde ich sagen, dass er knapp 30 Jahre alt war, wenn nicht sogar jünger, 28 oder vielleicht gerade mal 26. Aha. Er war allerhöchstens 5 Fuß 8 Zoll groß. Bin ich Jack the Ripper? Und hatte einen kleinen dunkelbraunen Oberlippenbart. Ich würde sagen, er hatte einen Oliventon. Aber um es noch einmal zu betonen, ich habe ihn nur ganz kurz gesehen. Ein Oliventon? Wie kriegt man denn ein Oliventon? Hat sonst niemand diesen Mann gesehen? Ich habe über die Tatnacht vorhin mit Mr. Eagle gesprochen, dem Vorsitzenden des Arbeitervereins. Er ist in jener Nacht gegen 0.40 Uhr ins Vereinsgebäude gegangen und hat es über den Duffield's Yard betreten, weil der Haupteingang abgeschlossen war. Er meinte, er hätte in diesem Augenblick dort sicher niemanden gesehen, wobei er dem Treiben in der Burner Street selbst keine große Beachtung geschenkt hätte. Er hätte auf das Lied geachtet, das aus dem Vereinsgebäude zu hören war. Kurz gesagt, nein, sonst hat niemand diesen Mann gesehen. Gut, ich danke Ihnen für das Stillen meiner Neugier, mein Freund. Einen schönen Abend wünsche ich Ihnen, Doktor. Vielen Dank, Constable Smith. So, wir sind anscheinend jetzt wieder Sherlock oder haben eine... Uah. Creepy Watson, bleib stehen. Wir steuern wieder Sherlock. Diese Folge ist vorbei. Wenn euch die Folge gefallen hat, Daumen hoch, kommentiert, was auch immer. Und wir sehen uns in der nächsten Folge.